Guten Morgen. Die Schlange drüben ist rekordverdächtig. Absolut. So, was haben wir denn hier? Zwei, dreimal Arbeit. Fantastisch. Viermal Arbeit. Mann, hier liegt alle drum. Die Arbeit stapelt sich. Guten Morgen, liebe Leute. Willkommen im Laden. Mein Akku lädt nicht mehr auf. Ich muss schon wieder neue Akkus bestellen. Also die halten circa zwei, drei Monate und dann sind sie durch. Oder was? Ich habe keine Ahnung, warum. Die ersten haben länger gehalten, aber die habe ich auch nicht so oft runtergeworfen, glaube ich. Gut, also für heute steht an, der Valentin will einspeichen. Wenn er kommt, sagt er. Und zwar haben wir ja hier ein wunderschönes Unfallrad bekommen gestern. So sieht das aus. Aerodynamisch leicht korrigiert. Ja, das ist ja extrem. Die Narbe, die da mal drin war, die wir jetzt hier schön ausgespeicht haben, professionell. Ist nämlich Jenne hier. Und die soll wieder rein. Also eingespeicht werden, natürlich. Ne? Ist ja klar. Und das machen wir. Genau, das will der Valentin heute machen. Kurzum. Bei dem anderen Rad hier, da wird das wird nur ein Reifen eingebaut. Hinten. Das braucht hier Hinterrad. Eine neue Decke und hier, das ist ja der neue Aufbau von mir. Das ist hier ein totales Billigrad eigentlich, aber ich würde es halt trotzdem gerne vernünftig aufbauen. Gut, ja klar. Der Muschelrahmen ist auch noch da, den müssen wir auch noch machen. Viel zu viel Arbeit. Wolfgang! Lachst du noch? Dein Auftritt! Mein Auftritt! Los! Mein Auftritt? Jo! Plötzlich Corona in der Hauptstadt, höchster Wert in Deutschland, zwei Corona-Ampeln auf Gelb. Gesundheitssystem bitte keine Auslandsreisen, man darf Hertha trotzdem mehr Fans im Stadion lassen. Oi. Paul Brüder ins Auto gezerrt und vergewaltigt, Staatsanwalt sicher. Hat. Ja. Hier ist er abgehauen, ja, hab gemerkt. Du warst nicht mehr da. Nee. Guten Morgen, Tommy. Guten Morgen. Na? Hallo? Zeitungskritiken gelesen? Furchtbar. Dann kann ich halt schon nicht mehr hören. Ich sehe ja die Schlange jeden Tag hier. Das wird immer länger. Rekord war heute hier wirklich bis zu der hinter der Arztpraxis haben sie schon. Hallo. Guten Morgen. Ich habe noch eine gute Frage. Ja. Für mein Schutzbild hier hinten. Ja. Ich habe die Mutter verloren und schläft die ganze Zeit. Ja. Was kostet der bei euch eine Mutter? Mutter kannst du so haben. Du musst halt randrehen irgendwie. Ne? Ach, ihr werdet es. Ja. Super, danke, danke. Danke, danke. Guten Tag, ich weiß nicht, ob die Aufnahmen vorher jetzt was geworden sind, weil irgendwie hat sich die Kamera wieder mal aufgehangen. Haben wir ja ab und zu mal. So was. Jetzt ist es wieder soweit, dass sie ein bisschen rumspackt. Ich habe jetzt hier ein neues Rad zur Reparatur. Das habe ich seit gestern eigentlich schon. Also neu ist es nicht. Und zwar war folgendes Problem. Die gute Dame hat hier vorne einen Kopf dran, der hier alles schön platt drückt. Dadurch sind diese Züge natürlich relativ schnell gerissen, durchgescheuert und die Bremse hört sich. So wie sie sich anhört, läuft sie auch. Jetzt ist hier eine Katastrophe, jetzt ist hier ein einziges Sägewerk und guckt mal hier. Hier hat sie auch nicht, der Bogen, der ist kaputt, das ist falsch verlegt und ach. Kurzum, Bremszug neu, Schaltzug neu und die Schaltung funktioniert nicht. Das ist eine invertierte Schaltung, also ein Schaltwerk von Shimano XT.
invertiert. Sprich, ohne Spannung fällt das Schaltwerk auf den leichtesten Gang, also nach innen. Nicht so wie üblich auf den schwersten Gang runter. Und das lässt sich nicht mehr schalten. Hier. Keine Chance. Ein Gang kriegt man noch, also ein Zug, also ein leichter kann man noch schalten, ein schwerer kann man noch schalten in dem Fall. Aber mehr nicht. Und da schauen wir uns auch an, woran das liegt. Also zuerst mal bauen wir den Griff ab und die Schaltbremskombi ab. Noch neue Züge. Darum sagt man das. Leider muss ich es jetzt auch machen wegen der wegen des Zuges, um den rauszukriegen. Ne? Sehr gut. Mensch, da habe ich da richtig Glück gehabt.
Ja, den mache ich auch. Das mache ich gleich neu hier. Das ist ja keine Art und Weise. Ja, das geht so nicht. Dann sprühen wir den auch nochmal ein.
Ja, du musst doch gleich wieder bestellen, wa? Moin. Guten Morgen. 74,95, wirst du aber hier haben, oder nicht? 74,95? Ja. Kein Rad da? Nein. Wieso das denn? Komm. Kommt nach oder bleibt weg? Ich sehe nicht, schreibt dir den Namen, der hat es nicht gefunden. Thank you.
haben wir. Klingt fast zu sportlich für dich. Jetzt hast du einen Schluffi-Gang. Die Schuhe hast du noch lange. Ja, jetzt hat mir zurückgeschrieben. Anouk hat von 28 Punkten 21. Die roten Zahlen sind ihre Punkte. Als wenn ich so bescheuert bin und die Gesamtpunkte zusammenrechne. Also irgendwie verstehe ich das nicht. Na, dann soll sie dir das erklären. Ich habe es ja jetzt natürlich nicht mehr vor Augen, deswegen kann ich nicht nochmal reingucken oder so, aber ist mir schon klar, dass auf der anderen Seite, dass nicht alles Anlusspunkte sind. Ey, die hätte mich bemalt. Du bescheuert, ey. Ja, musst du überschreiben, sag mal. Ich meine, ich bin ja nicht auf der Wurstpelle geschwommen, also du weißt schon, was eine Fehlerkorrektur ist. Da musst du mal schreiben, was soll denn das, ey? Wir kommen uns da ein bisschen jetzt verarscht vor irgendwie. Was für ein langweiliger Auftrag gerade hier. Dreimal Züge verlegen, Alter. Okay, fertig. Next. Hier wurde gesagt, das lädt nicht, das Licht geht nicht, aber scheiße. Leuchtet, leuchtet. Oben hat die Lampe jetzt doch wieder nicht funktioniert. Also irgendwas ist mit der Lampe. Hat einen Wackler. Und wenn sie einen Wackler hat, muss er ausgetauscht werden. Dann machen wir das gleich nochmal. Nachdem wir jetzt hier. Einen schnellen Schlauchwechsel gemacht haben. Der Kunde hat seinen eigenen Schlauch mitgebracht.
Ja, aber Montagekosten sind Montagekosten. Nee. Zahlen wir auch die Miete sozusagen. Ein bisschen knapp das Ventil, habe ich Ihnen gesagt, aber müsste gerade mal so gehen. Oh, er hat den Dienstfall schon mir diesen. Wie nennt man das? Wie nennt man das? Vom Schnellspanner die. Die Seite hat er so rum dran an der Achse. Wird aber so rum rein. Fehler wird auch falsch. Da war mal einer dran, der sich nicht so auskannte, offensichtlich. Ja, versuchen wir mal aufzupumpen jetzt. Ich komme gleich vom Joggen zurück. Okay, fest, fest. Sehr geil. Next. So schnell kannst du mal gehen. Ich verstehe. So viele Räder stehen hier drauf. Ich muss ja erstmal hier nach hinten kommen, bevor du mit mir anfängst zu reden. Ich kann ja überhaupt mich nicht konzentrieren. Die Räder stehen auch schon da, bis auf zwei. Die habe ich jetzt ja erst repariert. Ist aufgeregt. Ja, ist fertig. Ja. Oh, heute war ich nicht so gut. Ja, die holen halt nicht so richtig ab. Hm. Was auch mit dem Rad hinter dir, ne? Das ist also gebeugt. Ja, heute habe ich nur 1,5 Kilometer geschafft. Dann war ich fertig. Okay. Na du, es ist ja... Ein Randtasten. Ja, du musst, ja... Nennen wir es mal Randtasten. Nee, ich will mein Bein noch. Ich habe auch ein bisschen... Ach doch! Deswegen muss ich ein bisschen gucken. Also, wenn ich merke, es geht nicht mehr, dann höre ich halt auch auf. Wenn ich merke, es geht nicht mehr. Ja, aber 1,5 Kilometer will ich schon immer schaffen. Also das ist nicht so, dass ich dann nach 800 Meter sage, oh nee, jetzt nicht. Oh, jetzt nee, also die 1,5, die müssen schon Achtung, sein. Schon ein bisschen. Und dann bin ich schon besser als damals, was ich zu der Depressionsphase gemacht habe. Depressionsphase. Da habe ich nämlich nur 1 Kilometer am Stück geschafft. Und dann musste ich erstmal eine lange Pause machen, aber dann bin ich 1 Kilometer noch zurückgelaufen. Aber jetzt schaffe ich 1,5 am Stück, das ist doch schon ganz gut. Das ist ein bisschen schön. Und zwar in 10 Minuten. Was ist denn da los? In 10 Minuten. Das heißt, ich hätte noch 2 Minuten für meine 250 Meter. Oh, der war schon mal hier. Entschuldigung. Goldene Nippel. Oh, dann ist der einfach drin. Wahrscheinlich ist noch mehr kaputt gegangen und dann kein Bock mehr drauf. Auf meine Eier. Na hier, guck mal jetzt. Antrieb. Nee, ist Antrieb. Der ist durch. Ja, dann hast du wahrscheinlich gesagt 150 Euro und dann hat das irgendwo abgestellt. Nee, das kann ich nicht. Da
kommt mir für 30 Euro ein anderes Rad. Ich glaube, das ist auch das von mir gekauft, das Ding tatsächlich. Ja. Ja. Kennst du das? Ja, das war schon mal auf dem Schrott bei uns. Also so ein 50 Euro Rad war das. Naja, und das ist das Ding auch. Wenn die dann so billig sind, die Räder, dann lassen die natürlich nicht mehr reparieren, wa? Mhm. Ja, das habe ich für einen Fuffi gekauft. Ja, nee. Kann weg. Na, willst du das auch reparieren? Ja, klar reparieren. Warum soll ich das nicht reparieren? Das ist ein geiler Draht. Also ich muss es ja auch nicht für einen Fuffi wieder verkaufen. Was willst du denn machen? Du kannst diese ganzen Räder kannst du doch nicht einfach wegwerfen. Das ist ja wirklich. Das, klar, sowas muss halt ab, aber das ist doch ein komplettes Draht. Vor allem sagst du zu Anouk, ich komme aber auf 28 Punkte. Und Anouk sagt zu mir, ich habe eigentlich auch 28 gesehen. Sind wir jetzt beide bescheuert? Oh, ja, na, ihr seid beide dumm. Und jede kriegt die Arbeit nicht mehr mit. Ich habe ihr gesagt, sie soll die nochmal mitbringen. Ja, auf alle Fälle. Ja. Ach, so willst du sie sehen. Schimmer mal deine Basis. Ja. Ich muss eigentlich noch saugen, aber das kann ich auch später nicht machen. Ja, ich will nicht jetzt kommen, aber hast du Zeit zu haben. Also, das habe ich nicht alles schon geschafft. Cool, oder? Auch einkaufen. Ich habe keine Lust, eigentlich zu kaufen. Ich hasse einkaufen, wie die Pest. Man kann das nicht jemand für mich übernehmen? So, wir brauchen jemanden, der einkaufen geht für Marlies. Ich hasse einkaufen, wirklich. Natürlich auch mit eigenem Geld. Vorzugsweise eine Person, die eigenes Geld mitbringt. Das wäre natürlich optimal, aber ich glaube nicht, dass das jemand macht. Nee. Ich hasse einkaufen, ihr dürft für den weltberühmten Fahrradsalon einkaufen gehen. Wir hatten so einige Sachen, die wir anbieten können. Ja. Ja. Saugen. Schulgeld. Schulgeld, Fahrdienst. Fahrdienst. Abholservice. Wir sind bescheiden, wir brauchen noch eine Wohnung, die uns bezahlt wird. So ein Leben auf Pump. Nee, nichts Pump, sondern Leben auf for free. For less. Wie sagt man? Leben für Umme. So, jetzt habe ich's. Leben für Umme. Ist da hier so? Ist doch alles so trendy, Andy. Ich hasse einkaufen, wirklich. Das macht Marlies, hast du einkaufen, hast du auch genug betont. Jetzt muss ich aber einen Däner melden hier hoch. Hab doch mal ein bisschen Mitleid mit meiner Frau. Kein Spaß. Boah, ist das verrostet. Jetzt so von vorne bis hinten komplett verrostet. Und die Kinder immer, Mama, du warst ja schon wieder nicht einkaufen. Ja, du machst den Kühlschrank offen, da kommt maximal so eine halbsterbende, erkältete Fliege raus. So mit Schnupfen in der Corona-Fliege. Ja, die so mit Schal um und so. Erkältung. Ja, mit Erkältung, mit Rotznase irgendwie so. Die hat sich drin verirrt und dachte, Scheiße, so ey, Schal. So wisst ihr, der Heilige Gral, endlich bin ich da, komm drin, Tür geht zu, Pupp, Licht aus. Sie sucht, so sucht und sucht, Tür geht wieder auf. Drei Tage später, nichts drin. Aber dadurch wurde sie groß. Voll so die Niete. Niete für Fliegen noch. Jetzt sei doch nicht so. Genau, mach mal was für die Fliegen, damit die auch was vorfinden da drin, wenn sie sich schon verirren. Oh, Hilfe, ey. Mann. Hochintelligente Spezies. Hochintelligente Spezies. Kackt vor eigenen Haus. Hochintelligente Spezies. Das ist ja der Mensch. Das ist einfach, wir sind einfach die entwickelsten von allen. Das ist einfach. Auf, ey. Mein Bein ein bisschen schon. Kreuz mal dein Bein ein bisschen schon, oder was? Manchmal die Stelle weh, Tommy. Was heißt denn das? Ist das einfach nur noch strapaziert? Ist gebroken. Für immer? Forever, ever broken. Ja. Natürlich mal an den Sattel. Wer macht denn? Hä? Läuft die überhaupt noch? Ja. Wer baut denn jetzt so an? Ey, hab ich ja noch nie gesehen. Ja. Ah, der Tommy hat ja so viele noch nie gesehen. Hat er noch nie gesehen, sagt er mal. Noch nie gesehen. Ah, er ist ja auch nicht so erfahren. Will ich ja auch nicht. Achtet ihr euch erst seit gestern. Was ist denn los? Ihr seid mal ein bisschen toleranter. Toleranz? Ja, ich kann's. Wisst ihr doch. Das ist nur eine Crosskrabbe. Ja. Dann machen wir einen Crossbereifung auf 26 Zoll. 26 Zoll? Ja, damit man dicke Reifen nehmen kann. Willst du hier dicke Reifen ranmachen? Alter! Das hat jetzt mit dem Tax gemacht. Ja. Und das hält, ja? Naja, nee, wenn du da richtig Ballast machst, dann knacken die natürlich. Du müsstest so fett eingießen, dass die so schwer bist. Haben die noch gelebt, die Muscheln da drin? Nee, das ist zwei Jahre. Das kam, ja.
Dann haben wir jetzt zwei Bärchen am Fenster stinken gehabt. Weil die haben Musch, das Musch ist so, so lange hing das schon. Aber voll, sieht voll geil aus, Mann. Ey, das ist so geschunden, hat sich krass. Krass, oder? Krass, Krabbe, Alter. Hätte ich mal Schleichi seine Pedale noch rein. Du meinst ja mit Schleichi, meinst du hier Bruno oder was? Bruno ist mit... Ach ne, Schlomo meinst du! Schlofi, jetzt, mit, Schlomo, mit, jetzt will ich... Sabbat. Ja, Sabbat. Heißt er? Schlomo! Schlomo! Sabbat. Der, wie heißt er? Hopperbart. Ne, wie heißt er denn jetzt? Schlomo. Sabbat. Und wie viel war es Zeit, um das zu machen und auf jeden Fall auch kostenintensiv zu machen? Was meinst du denn jetzt? Ja, weil der Versicherung bezahlt für den... Mit dem Hinterrad. Hä, ich hab doch keine Zeit, das zu machen. Hä? Mann, die Felge, die ich bestellt habe. Du wolltest doch einspeichen. Ich? Achso, du kannst nicht einspeichen. Doch. Hä, hab ich gestern gemacht. Mal eben zum Schlafen gehen. Ich denke nicht. Na, mal eben zum Schlafen gehen. Eben zum Schlafen gehen, die Felge eingespeichert. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nicht mal ein Video und dann mach ich das aber richtig online. Beim Aufstehen mach ich schon eine Felge. Beim Aufstehen mach ich auch eine Felge, dann mach ich eine Umspeichung. Ach, ihm ja auch. Ach, ihm ja auch. Ach, ihm. Und mal eben zum Mittagessen eine Nappe auseinandergebaut hier. Genau. Warum musst du das jetzt die breiteste und dickste Felge? Soll ich ja eine andere 40 sollte das sein. Ja, ist es auch. Ja, ist in Ordnung. Die ist einfach schön stabil. Ja, ich weiß. Aber ich hätte auch einen Weil der Typ 2 Meter groß ist, Alter, und mit einem viel zu kleinen Rad fährt. Der hat viel zu viel. Und nächstes Mal, wenn er gerammt wird, dann ist der Boiler im Auto. Und nicht hier. Jetzt verstehe ich den Tee. Ja, Mann. Ich brauche eine andere 40. Oh, 2 Stück. Wie jetzt? Ich habe umsonst 2 mal bestellt oder was? Hä? Ich habe jetzt eine bestellt, dann muss ich nochmal bestellen jetzt. Ich muss mal, ich brauche die ja für Anux Rad. Ja, mal klingeln bei Ihnen. Ja, mal raus damit. Schon Feierabend eigentlich. So, ich mach Schluss für heute. Ich hoffe, der Vlog war irgendwie okay. Ich muss mal sehen, was ich jetzt hier rausziehe. So, und naja, wie immer, wir sehen uns morgen. Macht's gut, bis dann, ciao. Sagt der Tommy.